Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen tollen Video hier zu Prince of Persia, The Two Thrones. Wir müssen hier durch das Tor hier. Oh mein Gott, Leute, ich glaube der Visier ist hier irgendwo. Irgendwo. Was? Das ist so krass hier teilweise. Alter Schwede. Und falls ihr den Kanal natürlich nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und natürlich über ein Abo. Leute, achtet mal da hinten. Von dort sind wir quasi gekommen. Das war unnormal heftig. Ein Ort, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Der Anfang war schon übel in diesem Spiel. Aber jetzt besteht etwas Böses bevor. Etwas ganz Böses in dieser Geschichte von diesem ultra krassen Game. Ob wir wollen oder nicht. So, wohin muss ich denn springen? Rüber hier oder was? Hier war ich doch schon, oder? Hä? Anscheinend schon. Aber ich meine, dass ich hier schon war. Nee, doch nicht. Das ist ein komplett neuer Ort, Leute. Ich dachte, ich war hier schon. Nix da, war ich aber gar nicht. Oh mein Gott. Und das ist so hoch, ne? Ich habe richtige... Also, sorry, wie ich das so sage. Ich habe aber richtige... Upsala. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich habe richtige Gänsehaut teilweise. Aber nur teilweise. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, bla bla bla, das weiß ich auch. Hier Gegner oder so? Hä? Anscheinend nicht. Ich dachte, hier wären gerade Gegner. Aber irgendwie brauchen wir den Stein anscheinend wieder. Dieser Stein hat eine ganz große Bedeutung für uns. Ja. Einmal hier rüber und dann hier wieder. Wir müssen den irgendwie hochbringen. Keine Ahnung warum. Weil sonst würden wir dann damit nichts zu tun haben hier. So. Und die da oben killen wir auch ganz, ganz, ganz locker. Die haben ja das super krasse Ultraschall. Guck mal, wie dumm die sind. Statt zu checken, warum ist das oben oder so. Diese Sandzombies sind absolut gestört. Absolut. Absolut hirnverbrannt, ne? Wirklich. Die sind wirklich extrem hirnverbrannt. So, Sekunde. Ich werde die echt frontal auch angreifen. Und hier im Palast, liebe Freunde, das kann ich auch mal so sagen, sind ganz andere Gegner. Die sind ganz andere Gegner. Wirklich komplett andere Gegner. Komplett andere Gegner. So, Moment. Was ist denn hier los? Was? Okay, ist kein Gegner. Wollte schon sagen. Ich habe hier manchmal voll die Paranoia, um ehrlich zu sein, wenn es um diese ganzen Gegner geht. So, den muss ich wohl hier reinschieben, oder? Ah! Haha. Interessant. Und jetzt? Hier hoch, oder wie? Ja, scheint wohl so. Und ich glaube dann irgendwie rüber. Ja. Oha, doch nicht rüber. Wir müssen was anderes machen. Hier rüber. Müssen wir rüberspringen und dann zack. Ah, das ergibt natürlich Sinn, ne? Ja, das ergibt natürlich Sinn. So, und jetzt? Hoch. Wow, heftig. Ey, um 100%, ne? Ich wette mit euch um alles, was ich habe jetzt gerade hier. Wir werden auf jeden Fall hier oben zu 100% den Visier erreichen. Das geht gar nicht anders.
Das steht sowas von fest, dass der Vizier hier irgendwo sein wird. Ah, okay. Hier müssen wir wohl was betätigen oder so. Hey, waren wir nicht hier schon? Aha, okay. Da kann ich dann direkt auch die Zeit anhalten gleich. Was zum Teufel, ehrlich. Okay, es gibt nirgendwo noch Leben. Ey, was ist denn das jetzt? Okay, ich glaube, der wirkt sich auch nach bestimmten Mustern. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Vorsichtig springen. Sehr gut, und hier auch weiter. Perfekt. Hier geht's auch richtig schnell. Hier werde ich auch mal die Zeit anhalten, sicher ist sicher. So, sehr gut. So, und hier könnte man auch direkt rüber. Zack, 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 zack. Oha, 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 oha. Okay. Oha, wie soll ich denn jetzt hier springen? Oh mein Gott. Nee, also hier so schnell rüberlaufen bringt nichts. Wir müssen auf jeden Fall die Zeit anhalten. Ich habe jetzt mal die Zeit angehalten. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wartet mal, Freunde. Alter, das kann nicht so schwer sein. Soll ich die Zeit hier anhalten, Leute? Ich weiß es gerade nicht. Das sieht so schwierig aus gerade. Komm, nein. Nein, ey. Shit. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? In 3, 2, 1, los. Ja, packe ich nicht. Ich muss die Zeit anhalten. Diese ganzen Kreissägen, die sind viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Das muss ich vielleicht anders lösen, wenn es geht. Heftig. Komm schon. Perfekt. Guck mal, hier zum Beispiel geht das voll klar. Wisst ihr? So, und hier sollte ich nochmal vielleicht die Zeit anhalten. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, und zwar so. Genau. Hey, warum ist hier gar kein Sand? Ich verstehe das nicht. Okay, also das ist jetzt echt übel. So, wenn wir jetzt hier mal genau gucken. Wir müssen genau dann drüber, wenn die erste Kreissäge sozusagen unten ist. Oder die zweite. Jetzt. Mega heftig, ne, ehrlich. Das ist wirklich krass, dieses Spiel, ehrlich. Wie viel man aufpassen muss. Hier auch. Oh. Jetzt wurde ich doof getroffen. Hallo? Was war denn das jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? Ja, Junge, ganz ehrlich. Was war denn das? Also, was war denn das für ein Treffer, jetzt mal ehrlich? Das ist so ein unnötiger Treffer, ne? Egal. Egal, egal, egal. Hi. Uiuiui. Man hört richtig die Vögel zwitschern gerade im Game. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Das hört sich sehr, sehr natürlich an. Das mal so vielleicht nebenbei gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Ich höre es auf jeden Fall.
So, irgendwas passiert hier. Wetten? Oh mein Gott. Jetzt über die andere Seite. Upsala. Da will ich jetzt nicht runterfallen. Und zwar will ich hier erst hoch. Och, du dumme Frau, ehrlich. Was willst du für? Was hast du für ein Problem? Hä? Hä, die sind so dumm, ne? Guckt euch die mal da oben an. Was für Komplexe, ne? Ehrlich. Diese. Ich sag ja, die haben kein Gehirn, diese Sandzombies. Habe ich euch schon in der letzten Folge auch schon erzählt. Die sind einfach dumm. Einfach dumm, wirklich. Gehirnlos, gehirnlos. Wie manche Menschen heutzutage auf dem Planeten genauso gehirnlos sind. Hört sich jetzt sehr hart an, ich weiß, aber ist doch so. Oder habe ich Unrecht, Leute? Habe ich Unrecht? Jetzt mal ehrlich. Ich habe nicht Unrecht. Guck mal, mit einem Schlag tot. Was für eine dumme Frau, ehrlich. Richtig hohl. Einfach Gehirn verbrannt, ne? So, das einmal nach oben. Boah, nach oben ist es jetzt auch nicht ohne, ne? Wie viel wir jetzt gerade herumprobieren, nur um zum Visier zu gelangen. Das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehen werde, ne? Zack. Du bist auch dran. Unnötig, unnötig. Die Gegner sind so unnötig. Wirklich. Hättet ihr euch auch sparen können, um ehrlich zu sein. Ihr Unnötigen, ey. Hier da hinten auch. Ihr seid so schwach, ehrlich. Zack. Das Schwert von Vater. Dieses Schwert ist einfach OP. Ich bin so froh, dass wir es gefunden haben. Wirklich alles andere als froh. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, uns einen Weg. Erkämpft. Aber wo lang muss ich jetzt? Ah. Das ergibt natürlich Sinn. Und hier auch. Zack. Hallo. Was? Wie viel hält die denn aus? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich halte die Zeit an und die stirbt nicht. Hä? Ja, auch nicht mehr so viel Leben jetzt. Weil die so komisch Damage machen bei mir. So, was mache ich jetzt? Hier hoch anscheinend. Okay. Dann rüber. Oh mein Gott, geht das hier weit. Heiliger Strohsack. Gut, dass ich ein bisschen gut, dass ich die ersten Teile gespielt habe. Den ersten, zweiten und dritten, Leute. Upsala. Upsi, upsi, upsi. Das war kein guter Sprung. So, jetzt aber. Hä, was ist das? Warum springt der nicht ganz? Was ist das für ein Fehler im Spiel? Wir probieren es nochmal. Oha! Springe ich zu spät? Hä, das ist ja richtig strange. Wartet mal, Leute. Habe ich irgendwas falsch hier gemacht oder so? Ja, ich wollte schon sagen. Was ist hier faul? Kriege ich das jetzt hier nicht hin oder was? Hallo? So. Zack, zack, zack. Ich brauche all euren Sand.
Immer her damit. Euer Sand ist mein Essen und Trinken. Aber irgendwie sind in den ganzen Vasen nicht mehr irgendwie Sand oder so. Ist auch komisch. Normalerweise müsste auch in diesen Vasen sozusagen Sand sein. Aber das ist es nicht. Was ich auch gut finde, ist an dem Spiel bislang, es hat kaum Bugs oder sowas. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Zu heftig. So, und jetzt hier rüber. Nö. Das war voll daneben. Einfach lebensmüde, ehrlich. Lebensmüde. Einfach lebensmüde. Einfach lebensmüde. Es ist echt richtig hoch hier gerade. Guck mal, wie hoch das ist. Das ist so krank. Und wir waren unten gerade, Leute. Das ist so heftig. Das ist krass, wirklich. So. Dann einmal hier rüber springen. Alter, was? Aha, nein, nicht schon wieder der ganze Kack hier. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Wieder so falsch springen oder was? So, jetzt muss ich rüberspringen, würde ich sagen, oder? Locker muss ich rüberspringen, oder nicht? Nee, falsch. Ich muss hoch, glaube ich. Ja, wollte schon sagen. Durch die Tür, durch die Gasse. Und so ein Safe Point wäre auch mal gut. Ah! Wenn wir von Safe Point sprechen, Freunde. Hier ist doch einer. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Haut rein! Mein Name ist Melek. Abo und Like da lassen. Ciao, ciao, ciao.